alle mochten mich und ich mochte alle oder fast alle jedenfalls. Ja, es gab da noch eine Frau, die war ein paar Jahre jünger als ich, ist bei einer Welle von Neueinstellungen vor etwa 4 Jahren dazugekommen und sie war eine Schlange, ganz einfach. Ich meine, Klischees hin oder her, aber die war ein wandelndes Klischee. So mit Hosenanzug und Kurzhaarschnitt und sowas. Ich kann mir nicht erinnern, dass sie jemals gelächelt hätte. Sie wissen, was ich meine. Aber sie verstand ihr Geschäft. Sie wusste das, alle wussten das, ich wusste es und sie hat's raushängen lassen. Die Verkäufe, die Zahlen, das ganze Spiel, das lief von Anfang an schief zwischen uns. Ich hatte da mal einen Fehler gemacht. Bei einer Vorstandssitzung, da hatte ich sie in den Satz und alle Mann sollten mit einbezogen. Wobei ich aber nur ihre Seite vom Tisch meinte und sie konfrontiert mich gleich damit. Ihre erste oder zweite Vorstandssitzung und sie nagelt mich gleich lautstark fest, was das für eine Haltung war. Ich mit meinem Shovi-Vokabular und was sie noch alles für echt Müll von sich gegeben hat. Danach ist sie ohne ein weiteres Wort aus dem Saal gerauscht und ich und ein paar von den anderen Jungs haben die Sache beim Mittagessen weggelacht. Aber vorher habe ich noch eine oder zwei von den anderen Frauen dabei ertappt, wie sie in sich hineinlächelten, als die Sitzung platzte. War nur ein kleiner Anflug, aber ich hatte es mitgekriegt.